Wir sind hier in einem sehr schönen Sojabestand nach Bioanbau. Wir haben drei Hackdurchgänge gemacht und haben ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Wir haben jetzt weitgehend unkrautfrei. Ich habe seit zwei Jahren das Ganze beobachtet und gesehen, dass man in der Seitenlage einfach Probleme hat, für eine saubere Arbeit zu machen. Das hat mich dazu bewogen, so einen Geräteträger zu entwickeln. Den Geräteträger können wir das Gewicht halbieren. Es ist das halbe Gewicht hinten auf der Achse und das halbe auf dem Traktor. Durch das haben wir im Traktor weniger Abdrift. Die Kamera am Traktor erkennt die effektive Reihe im Feld und folgt genau dieser Reihe. Die Lenkachse wird über den Traktor, über das GPS gesteuert. Der Empfänger vor dem Traktor zeichnet eine Linie auf und der Empfänger im Gerät auf der Achse folgt dieser Linie. Und der Geräteträger hat eine normale 3-Punkt-Hydraulik und so kann ich jedes handelsübliche Gerät anhängen. Die Arbeitsbreite ist jetzt mit 50 Reihen 6 Meter, also 12 Reihen. Auch im konventionellen Anbau in Kombination mit Bandspritzen kann man gute Arbeit leisten. Also das Ziel ist, dass man das Gerät in Serie bauen kann. Die Zukunft wird zeigen, ob das möglich ist.